Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von FutureNet bei Remastered mit Jan. Ihr erinnert euch daran, dass wir in der letzten Folge aus der Turing Inquisition rausgekommen sind und da von Ellie die Dossiers von Björn und Isabel erhalten haben. Isabella. Und das von Björn Nguyen, das schauen wir uns in dieser Folge dann mal ausführlicher an. Björn müssen wir also auftreiben. Nguyen übrigens der Name von einem deutschen Leichtathleten. Also als Björn das erste Mal die Organisation besuchte, wussten wir sofort, dass er aufgrund seiner persönlichen Natur bestens in unseren Rekrutierungsbereich passte. 2 Jahre lang brachte er kontinuierlich neue Mitglieder in die Verbindung. Nur in den letzten 3 Monaten begann er gemeinsame Sache mit der Ketzerin Ellie zu machen. Also Ketzerin, okay. Sie wissen das also, die Church. Und es ist nicht bekannt, ob er jetzt in eine Verschwörung verwickelt ist oder nicht, aber es ist ratsam, ihn zu beobachten. Er ist ansonsten 32, Synephrenologe, ein Kanadier und hält sich auf in der FAQ Hall, in den Social Clubs und der Church of Amok. Okay, also die Social Clubs, die kennen wir ja noch. Und da können wir jetzt auch direkt mal hinspringen, denn Ellie hat ja diese Navigation, ne? Ellie hat ja freundlicherweise unseren Avatar repariert. Das heißt, da dürften wir jetzt also problemlos rein können und das machen wir jetzt auch mal. Und ich freue mich jetzt schon auf das sprechende Überraschungsei. Da ist er. Suchen Sie jemanden? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich bin der Paging Service für alle Social Club. Das ist aber nett. Da Sie persönlich hierher gekommen sind, glaube ich, Sie möchten einfach den anderen Gästen zuhören. Das geht in Ordnung. Halten Sie einfach das Mikrofon hinein. Wenn Sie jemanden hören, den Sie sprechen möchten, dann suchen Sie mich und ich schaue nach, ob ich ein Treffen arrangieren kann. Wenn Sie es etwas privater haben möchten, könnten Sie in eine unserer extra sicheren privaten Treffkabinen gehen. Sie finden Sie im Zentrum der Social Club Struktur. Suchen Sie eine bestimmte Person? Wollen Sie einfach nur, also wir fragen mal jetzt direkt nach Björn. Ich schaue nach, ob ich Björn Nguyen finden kann. Ich kann Ihnen nur sagen, ob er hier ist oder nicht. Ich kann Sie nicht mit ihm zusammenbringen. Es sei denn, Sie sagen mir auch noch, in welchem Club er ist. Tut mir leid, aber es gibt keinen Björn Nguyen, der sich in einen Social Club eingeloggt hat. Falls er hier ist, hat er sich wahrscheinlich unter einem falschen Namen eingeloggt. Das ist hier so üblich. Aber vielleicht finden Sie ihn, wenn Sie in die Clubs hineinhören. Okay, also, das da links ist jetzt also unser Mikrofon. Und übrigens nett, dass man einfach herkommen kann, um andere zu belauschen. Das ist ein toller Service. Und jetzt mit der Maus, seht ihr, kann ich hier verschiedene Räume anklicken. Ich würde sagen, Kanadier, das dürfte doch das Separé sein, in dem sich Björn als Kanadier vielleicht am ehesten noch aufhält. Ist ja aber vielleicht auch zu offensichtlich, ne? Das ist doch ganz einfach zu erklären. Der Rest der Welt ist nicht Kanada. Kanada ist so toll, weil die Grenze entlang eines Landes geht, dass die besten Menschen dieses Planeten... Okay, also diesen Kanada-Circle-Jerk klingt nicht danach, als ob Björn, ein typischer kanadischer Name übrigens, dabei wäre. Okay, was haben wir hier in dieser Map? PhD-Club, okay. Das könnte ja schon mal sein. Er als Wissenschaftler, der 8-Ball-Club und die Trivialisten. Dann fangen wir mal an, die alle hier durchzugehen, würde ich sagen. Hat er Gromit gesehen? Er sollte eigentlich hier sein, um die Entwicklung des Begriffes Mau Mau in der modernen Musik zu diskutieren. Ich weiß nicht, wo ich ihn finden kann. Er ist Kanadier. Hat jemand ihn im Canadian Club angepaged? Er benutzt vielleicht ein Pseudonym. Nö. Vielleicht ist Dr. Gromit im PhD-Club. Dem Doktorenclub. Sieh doch mal nach. Okay, lass uns währenddessen mit der Diskussion beginnen. Wartet. Hat irgendjemand Lance Gromit gesehen? Ah, Lance Gromit, okay. Also die Gespräche sind immer geloopt, offensichtlich. Aber Lance Gromit ist der Name, den wir suchen. Gucken wir doch mal nach, ob er wirklich in dem Club ist. Da ist nix und hier? Das Gehirn ist doch ein faszinierendes Ding. Es ist der leistungsfähigste und... Diese Synephrenologen, sind das Hirnforscher? Wenn es nicht in Loop verarbeitet, könnte er das sein? Entwickelt es neue Maschinen, die diese Informationen für es verarbeiten. Also Synephrenologen. Und das ist doch eine tolle Sache. Und auch der Grund, das könnte er sein, oder? Venus Monologie einfach so genial ist. Der hat das gesagt, oder? Synephrenologie. Der hat das gesagt, das müsste er sein. Also ihr merkt schon, dass... mich schnell einzuloggen, um den Ball zu fragen, welchen Wein ich besorgen sollte. Ja gut, in dem Club scheint er nicht zu sein. Ihr merkt schon, dass das hier auch relativ ladeintensiv ist für die CD, für die Arme. Hey, soll ich Ihnen jemanden zeigen? Ja, bitte. Die folgenden Leute können derzeit alle mit Ihnen reden. Mit wem möchten Sie reden?
Hoffentlich ist Lance dabei. Da ist ein Anguian. Ah ja, okay. Und in welchem Club kann ich diese Person finden? Ich hoffe doch im PhD-Doktorenclub. Einen Moment bitte. Ich schaue nach, ob Sie zur Verfügung stehen. Tut mir leid. Aber der von Ihnen beschriebene Gast befindet sich nicht in der von Ihnen genannten Note. Mann. Okay. Dann gucken wir vielleicht nochmal rein. Also, das erste Mal wusste ich, dass er aufgrund seiner im Rekrutierungsbereich passte. Wo könnte er denn hier viele Leute rekrutieren? Ist halt die Frage, ob er jetzt immer noch so ist, wie er damals war, weil er ist jetzt ja anscheinend kein Fan mehr der Church of Amok, aber trotzdem. Okay, was haben wir jetzt in der Map? Technokraten, das klingt doch schon mal gut. Quiet Places, okay. Ich höre da schon sowas mit und deren Verbindung zu den jeweiligen Körperteilen studiert. Und ich habe gelernt, je stärker die Synapse des optischen Nervs ist, desto ausgeprägter sind die Augen. Deshalb musst du Vitamintabletten nehmen oder etwas Vergleichbares. Weißt du, du bist nicht so wie die anderen Kanadier, die ich getroffen habe. Ha, Kanadier. Entschuldigung, ich war gerade so abgelenkt, weil ich da schon was gehört hatte. Verstehe mich nicht falsch. Ich liebe mich. Aber das klingt doch echt nach... Also okay, ich meine im Single-Separé, da kann er natürlich gut Leute rekrutieren. Er ist Kanadier, er erzählt was vom Hirn. Ist das Gehirn. Die Form und die ja, also das scheint doch genau das Ding hey, zu sein, soll ich Ihnen jemanden zeigen? Nachdem wir gesucht haben. Die folgenden Leute können derzeit alle mit Ihnen reden. Mit wem möchten Sie reden? Wir sind mit Lance, da ist er. Ja, da ist wieder der Anguian, also als ob man noch sowas reinfällt. Und in welchem Club kann ich diese Person finden? Ich hoffe im Singles Club. Es ist echt. Ja, komm, ich trau mich, komm. Einen Moment bitte. Ich schaue nach, ob Sie zur Verfügung stehen. Sie haben Glück. Der Gast, den Sie suchen, hat zugestimmt, um zu sprechen. Einen Moment, ich hole ihn raus. Hallo, wie geht es Ihnen? Hören Sie mal, gut, können Sie sich beeilen? Ich bin beschäftigt, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich war gerade beschäftigt und wenn ich zu lange raus bin, dann kann es die Stimmung zerstören. Also, was brauchen Sie? Ich glaube, ich fahre am besten mit der Tür ins Haus, oder? Ja. Das hängt davon ab, wer fragt. Ich frage. Und wenn ich der wäre? Ja, ich bin Freund von Ellie, ne? Dann bist du wegen des Protokolls hier. Und natürlich auch für jede weitere Info. Schauen Sie, wir können hier nicht reden. Das ist kein sicherer Platz, um sich zu treffen. Ich warte auf Sie in den Meeting Cubicles Begegnungsräumen. Dort können wir ungestört reden. In den was? In den Meeting Cubicles Begegnungsräumen? Okay. Ja, dann bleibt uns von nichts anderes übrig, als zu suchen. Also, wir hatten jetzt links oben und links eine Karte. Also, das waren zwei. Das war jetzt die hier. Wenn jetzt rechts das Ende ist, dann haben wir immerhin nur... Ja, dann haben wir jetzt also 9 Maps insgesamt auf dieser Komplettkarte in den Social Clubs. Also, da scheint von diesen Clubs jetzt hier nichts dabei zu sein, das diesen Begegnungsräumen entspricht. Ich würde ja fast drauf tippen, dass das einfach in der Mitte ist. Also das ist jetzt hier der Rechtsmitte-Bereich. Okay, Tourette-Syndrom interessiert mich dann doch noch. Sawbox ist auch witzig. Hören wir mal rein. Okay. Aber witzigerweise ist hier ja nicht alles auf Deutsch lokalisiert. Ich würde ja fast drauf tippen, dass das... Aber gut, ist ja die Frage, ob es in diesen sozialen Räumen hier oder ob es im FutureNet eine Zentralsprache gibt für alle, dass für alle automatisch übersetzt wird. Ja, da ist auf jeden Fall anscheinend ja das Ding, was wir gesucht haben. Der, ach, Cube, ja klar, der Begegnungswürfel. Alles klar, ich sehe, dass Sie eine Verabredung mit einem Mr. Lance Drummond haben. Ja. Er wartet auf Sie im Inneren der privaten Begegnungsräume. Aber aufgrund unserer strengen Privatkodexe kann ich Ihnen seinen genauen Aufenthaltsort nicht sagen. Wenn Sie die Begegnungsräume betreten haben, sehen Sie ein neues Interface, welches Ihnen helfen wird, Mr. Lance Drummond zu finden. Okay. Sind Sie bereit einzutreten?
Okay, da hängt's wieder. Ja, ich denke schon, ne? Lass mich rein. Und schon wieder hängt es. Alles klar. Wenn Sie hineingehen, benutzen Sie das Sonar, um Ihren Freund zu lokalisieren. Viele der Begegnungsräume sind von anderen Gästen besetzt. Demzufolge werden die Türen verschlossen sein. Gehen Sie nur an ihnen vorbei. Sie können nun eintreten. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt, da hören wir auch schon das Sonar. Okay, ja, da sind die Türen. Da kann man draufklicken. Wir sind auf Level 10. Gehen wir direkt mal eins tiefer. Level 9. Also, wir sind ja, denke ich, der rote Punkt, ne? Einmal testen. Ja, okay, das heißt, also ich hoffe mal, dass Lance auch auf der Karte markiert ist und wir jetzt nicht nur unter diesen... Wie viele Räume sind das wohl? 100? Kann ich jetzt gerade nicht ausrechnen. Es könnten 100 pro Ebene sein, also deswegen schlage ich vor, dass wir jetzt erstmal so weit runtergehen, bis wir vielleicht seinen Punkt einfach finden. Das Ganze hier erinnert echt ganz stark gerade, oder erinnert mich zumindest, an das Design von Cube. Also den Film Cube, den kennt ihr ja bestimmt. Ein grandioser Low-Budget-Science-Fiction- Thriller, der richtig genial gemacht ist. Ja, auch, also was generell auffällt, was auch wieder das Design angeht, haben wir auch gerade gesehen, dieses Überraschungsei ist auch so als Page angezogen. Also, warum es jetzt ein Ei ist, weiß ich nicht, aber auch wieder da dieser Versuch, etwas aus der analogen Welt, zumindest visuell in der digitalen Welt, genauso darzustellen. Okay, wir sind jetzt schon im zweiten Level. Jetzt wird das Sonar wieder langsamer, okay. Ich hoffe mal, dass wir ihn jetzt also auf Level 1... Ja, da ist er, cool. Ja, na klar, jetzt kann man natürlich nicht nach unten hingehen. Das ist natürlich auch random, dass manche Türen... Ja, toll. Ich hoffe, dass der uns jetzt nicht davonläuft. Ja, komm schon. Ja, sehr gut. Endlich können wir nach unten. Jetzt läuft er vor uns weg, ich glaube sie. Also, ich muss ja ganz klar sagen, diese Idee hier ist ja auch ganz witzig und das Spiel hat ja in der Hinsicht auch wirklich reichlich Kreatives zu bieten. Und ich weiß oder ich meine zu wissen, dass da auch noch was kommen wird. Ich habe es ja damals mal so halbwegs gespielt. Aber das ist ja wohl hier vollkommen sinnlos. Was ist das für ein Separé oder so ein Meetingraum, wenn der andere vor dir wegläuft? Ich meine, hat der keinen Sonar? Kann er mich nicht finden? Er will sich damit treffen. Ich meine, seine Angst hier an und... Boah, es ist ja verschwunden. Es ist ja ein nach oben gegangen, ne? Oh, fuck. Jetzt kann man hier nicht hoch. Also sein Wunsch, mich zu treffen... Also der Wunsch, dich zu treffen, war doch gegenseitiger Natur. Da müsste jetzt ja nicht von mir davonlaufen. Oh, es ist ja klar, ist der Typ jetzt... Es ist ja wieder weg. Oben oder unten? Mal gucken. Oh, es tut mir so leid. Das ist, aber ich kann nichts dafür, dass das Spiel so hirnverbrannt agiert. War ja klar, dass er jetzt wieder nach unten gegangen ist und nicht nach oben. Also, nichtsdestotrotz, also die Entwickler haben sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, wie man das hier denn ein wenig abwechslungsreich gestalten kann. Komm schon, Lance, du willst es doch auch. Aber rein vom Design her ist das echt ganz hübsch. Die Animation, diese ich gehe jetzt rüber Animation ist echt ganz süß gemacht. Ja, es ist, hat was, ne? Aber ist natürlich trotzdem unglaublich nervig. Was ich mich auch frage ist, sind seine Bewegungsmuster zufällig generiert? Ich würde ja fast tippen, ja. Und es ist auf der anderen Seite tatsächlich auch ein wenig gemein, denn hätte er so eine ganz leichte KI zumindest, die auf mich auch reagiert, Entschuldigung, dann wäre es für ihn ja auch ein Anreiz, in der Nähe von mir zu bleiben, naja. Jetzt scheinen wir ja nah dran zu sein. Komm schon.
Ja, yeah, da ist er, da ist Lance oder Björn und jetzt reden wir mit ihm. Es ist geschafft. Nicht abstürzen, bitte. Gut, Sie sind da. Lassen Sie es uns schnell über die Bühne bringen. Ich hoffe, dieser Plan funktioniert. Ich hasse den Gedanken daran, was mit mir passieren würde, wenn Amok unser Vorhaben durchschaut. Fertig zur Übertragung? Übertragung. Ich denke, Sie sollten wissen, dass das Ali von ein paar Leuten erzählt hat, die mit uns sympathisieren könnten. Mhm. Ich glaube, es sind die Leute der Illumination. Also könnte es hilfreich sein, sie vorher zu überprüfen. Ihr Anführer Mohammed Shin ist zwar ein Idiot, aber er ist clever und reich. Okay. Von daher wäre es nicht schlecht, wenn er Ihnen in irgendeiner Weise helfen könnte. Übertragung beendet. Na gut, viel Glück dann. Und hey, danke. Okay, da ist die Soundfall abgebrochen. Übrigens wirklich wieder großartig, dieser Synchronsprecher, mit welcher Leidenschaft er diese Texte da rausliest. Ja, Mohammed Shin von der Illumination, von dem haben wir ja noch nichts gehört bislang. Das heißt, würde mich schon interessieren, in welcher Beziehung der zu Ellie steht, oder? Ja, doch. Ich glaube, sie sind enge Freunde. Aber ich bin mir wirklich nicht sicher. Nutzen Sie keine große Chance. Ist das Deutsch? Wir fragen es trotzdem mal. Ich muss es tun. Ich empfand die Church of Amok irgendwann einmal als gute Sache. Weil sich die meisten meiner Freunde im Netz befinden, war es für mich nur logisch, mein gesamtes Leben hier zu verbringen. Aber als ich herausfand, dass Amok begonnen hatte, User wie dich unselbstständig und willenlos zu machen, wusste ich, dass irgendwas Gefährliches vor sich ging. Es ist gut, dass sie uns helfen. Ja, okay. Ich weiß, aber erinnern Sie sich, wenn Ali Ihnen nicht geholfen hätte, wären Sie jetzt hirntot gewesen. Und zu helfen bedeutet, sich selber zu helfen. Und indem Sie helfen, die Church of Amok auszuschalten, tun Sie dem gesamten FutureNet einen Gefallen. Um ehrlich zu sein, wissen Sie sehr wahrscheinlich genauso viel über den Plan wie ich. Beruhigend. Mein Job war nur, Ihnen, wenn Sie kommen, einen Teil des Protokolls zu geben. Jetzt, da Sie es haben, ist es besser, dass wir uns nicht wiedersehen, bis der Plan vollendet ist. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Okay, ja, das war jetzt aber plötzlich. Übrigens, er hat ja gesagt, dank Ellie bin ich nicht hier, aber ich bin ja immer noch gefährdet, hier in Tod zu sein. Naja, ich würde sagen, das war doch sehr erfolgreich. Wir haben Björn aufgetrieben, haben das Protokoll gefunden und in der nächsten Folge werden wir uns dann mit Isabella auseinandersetzen. Isabella Tong. Bis dahin, alles Gute, danke fürs Zuschauen und tschüss.